Willkommen zum Teil 1, wie ich mir Platinen bastel. Und im ersten Teil geht es jetzt darum, wie ich mir das Layout mache. Also im Groben habe ich jetzt schon was fertig gemacht. Ich mache das mit Keycut. Da habe ich schon so im Groben was fertig. Da habe ich mir die Bauteile schon mal rausgesucht. Es passt aber noch nicht so ganz. Das wäre jetzt hier der Raspberry Pi 2 oder 3. Da ist ein Footprint schon drin für den Raspberry Pi Zero, weil die GPIO-Pins identisch sind. So, dann ein Dip-Switch. Der ist jetzt stellvertretend für den Level-Shifter drin. Da muss ich noch einen Footprint, ach, das hatte ich, weil ich das eben versucht hatte, einmal mir da was fertig machen. Das ist das Footprint DIP 12, Weite 10,16. Das ist für meinen Level Shifter, weil der ist hier nicht drin. Und wie ich mir das hier einfüge, da muss ich erstmal lange suchen, wie ich das hinkriege. Bei dem LCD, was ich da rauf machen will, das sieht so aus. SDA, SCL, VCC und Ground, das hat nur 4 Anschlüsse. Das hier hat aber 6. Das ist jetzt nur stellvertretend. So, der DIN-Stecker hier, da habe ich keinen Footprint für. Für dieses Footprint, da gibt es auch, sag schnell, Buchsen zu kaufen, die sind aber arschteuer. Und da müsste ich mir extra ein Kabel machen, mit 2 Steckern auf jeder Seite, also ein Stecker da und ein Stecker da. So mache ich das, wie ich das vorher gemacht habe, mit dem bisschen Flachbandkabel und dem Stecker dran. Ne? Und das sind ja dann 1, 2, 3, 4, 5. 5 Leitungen. Und da benutze ich hier mit 1x5 vertikal. Weil ich ein Pin nicht benutze und ich muss hier die Zuteilung ein wenig abändern. Aus dem Originalschaltplan. So, LED ist klar, dann nehme ich eine SMD-LED. Footprint, Diode, SMD, ich glaube das war eine 805, war das hier, ja, ist glaube ich eine 805er, haben wir hier auch eine LED. LED, SMD. Hm. 1206. Ich habe jetzt die, ich weiß jetzt nicht, was das für eine LED ist. Ich nehme mal eine 805er. Oh, Handsholder ist okay. Der Buzzer. Da weiß ich jetzt noch nicht, was ich da nehme. Footprint-mäßig. Könnte ich eigentlich auch ein Connector, Pin, Sockel, 254, zweifach, 1x2. Es ist zu eng. Buzzer, Beeper. Irgendwo werde ich einen ablöten. Das ist ein kleiner. Klein werde ich nehmen. Ich nehme mal den hier. Ist egal. So, und SW Push. Ähm,
Footprint, da weiß ich schon. Switch, ne, Switch, Push, 6x6 mm müsste das sein. Der Push, SW Push 6 mm. So, das ist der erste, ne? Und zwar mache ich das mal weg. Mit Steuerung C, V. Müsste er nämlich jetzt der Footprint auch drin haben. Ja, brauche ich das nicht extra 5-mal machen. So, habe ich das jetzt soweit fertig. Jetzt werde ich das anverkabeln und dann gehen wir auf auf die PCB und da mache ich dann das Layout zu. Gut, dann sehen wir uns nachher wieder, wenn ich hiermit soweit fertig bin. So, nun habe ich das soweit fertig und ich habe noch mal eine Arbeit gemacht. Mit dem anderen habe ich es jetzt nicht gemacht. Und zwar mit dem Display. Das habe ich mir reingemacht in die Bibliothek. Habe ich einen Footprint gefunden, direkt für KiCad schon. Für den Level Shifter habe ich es nicht gefunden. Ist aber auch nicht so wichtig, weil ich weiß, was es ist. Also wenn ich es jetzt für jemand anderen machen würde, dann würde ich da schon gucken, dass ich den reinkriege. Aber mir ging es um das Display, weil ich nachher die Abmaße brauche, wo ich das nachher hinsetze. Der Level Shifter ist halt so groß wie ein IC mit 12 Pins, passt schon. Dann habe ich hier den Buzzer oder Piepser oder wie auch immer der heißt. Die LED, noch einen Widerstand davor. Die Push-Buttons habe ich jetzt auch nochmal beschriftet. SW1, 2, 3, 4, 5 mit Select, Up, Down, Exit und Z. Wie auch immer das heißt. Und hier beim Stecker, da ich da ja eine Buchsenleiste nehme und nicht so einen Stecker direkt, passt das nicht. Normalerweise ist hier Pin 1 nicht belegt und geht auf Pin 3. Der Pin 3 jetzt hier wäre auf Pin 2. Der jetzt hier an 2 hängt, wäre auf 6. Und die 5 Volt Plus, die wären hier gar nicht drauf. Ist aber nicht so schlimm, ist nicht so wild, weil ich da ja E-Kabel anschließe, ist nur für mich, damit ich weiß, welcher Pin hier, der Pin 1, naja, geht auf Pin 3 vom Stecker, Pin 2 auf Pin 6 vom Stecker, Pin 3 auf Pin 2 vom Stecker, Pin 4 und Pin 5 bleibt gleich und Pin 6 wäre dann plus 5 Volt, gehen nicht auf den Stecker, weil der hat auf dem Stecker keine 5 Volt, die hat er im Videoport der C64. Und mit dem Raspberry Pi Zero kann ich auch schon mal sagen, kann auch der C64 oder der C plus 4, den ich habe, den auch direkt mit Spannung versorgen, weil der nimmt, ich habe es mal gemessen, knapp 300 Milliampere. Also das ist fast gar nichts. Also er war hier bei knapp 1 Watt Leistung, die er nimmt. Und der Last, wo ich dann da mal ein Spiel geladen habe, das war nicht so, ist nicht so dramatisch. Also braucht keine 2 Ampere oder 2,5 Ampere wie ein Raspberry Pi 3 oder so. Den muss ich dann wirklich extern versorgen. Aber jetzt wollen wir das ja auf eine PCB kriegen. Dann gehen wir hier auf die PCB. Ach so, warum mache ich das eigentlich als Schaltplan? Ganz einfach, damit ich schon mal die Verbindung habe und wenn ich hier noch mal was ändere, dass das auch übernommen wird. Ich meine, das geht auch ohne. Man kann das auch ohne Schaltplan machen. Ich mache aber lieber mit Schaltplan. Dann kann ich noch mal vergleichen, ob ich das auch hier richtig nachher verbunden habe. Er macht mir dann auch, wenn ich hier aktualisiere, PCB aktualisieren. Dann habe ich auch schon gleich die ganzen Verbindungen. Dann weiß ich, wo ich hin muss. So, und hier ist das
LED-Board, das ist oder LCD-Board oder OLED oder was auch immer das ist. Da habe ich gleich die Abmessung. Und wie ich mir das jetzt hier zurechtfriemel, ja, das könnte ich euch auch zeigen. So, dann werde ich mir das hier mal hin platzieren, wie ich das am blödesten mache. Gut. Wir sehen uns dann nachher wieder. Vielleicht mache ich die auch zweiseitig. Muss ich gucken, wie ich hier mit hinkomme. Also dann bis nach. Ja, gleich wieder. So, da bin ich jetzt wieder. Jetzt bin ich soweit fertig. Es ist nicht einseitig geworden. Das habe ich nicht hingekriegt. Entschuldigung, nicht hingekriegt. Wenn ich jetzt die zweite Seite, die eine Seite noch mit einblende, seht ihr hier. Der geht dahin. Und wenn ich den jetzt wegmache, gehen die nämlich davor. Ja, ich hätte jetzt den Taster auch da irgendwo hinpacken können. Aber dann habe ich den, dann ist das nicht mehr richtig von der Beschriftung her. Es soll nämlich, das sieht nämlich nachher so aus. Der Raspberry Pi ist da unter. Hier oben ist das Display. Die Buchsenleiste hier ist jetzt nicht da. Da würde Kabel dran hängen für den Stecker zum Dings, zum C64 oder so. Hier ist die eine LED, beziehungsweise hier ist eine LED an 5 Volt, dass ich sehe, dass da Strom drauf ist. Und hier ist eine LED, die bei mir jetzt noch nicht blinkt. Die wohl blinken soll, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe sie mal mit drauf gemacht. Der Buzzer. Aber so sollte das sein. Hier kommt das Kabel ran. Hier ist das Board und dann habe ich hier die Tasten 1, 2, 3, 4 und 5. Das ist dann, wie hatte ich das gesagt? Schaltplan. Select up, down, exit und Z. Also Folder exit. Und das ist dann zum Reinsetzen. Und wenn ich jetzt hier den, ich glaube, den Dreier da irgendwo zwischensetze, dann passt das nicht mehr mit up, down. Deswegen sollte das jetzt hier so in einer Reihe durch. So, und hier sieht man schon, das ist die Seite, die nachher zu sehen ist. Von oben und von unten wäre dann die Seite, das ist eine riesige Massefläche mit ein paar Löchern und hast du nicht gesehen, wo dann nur die eine Verbindung hier hin ist. Ich muss an Durchkontaktierung für den Buzzer muss ich einmal setzen und für das Board, das sind dann 5, 6, 7 solche Durchkontaktierung. Ich habe jetzt hier so gesehen hier auch die Masseflächen mit verbunden, aber das brauche ich gar nicht. Das ist nur einfach so, das macht nichts. Weil hier kommt jetzt die Buchsenleiste oben drauf. Also die hier auf der Seite drauf ist, auf die andere Seite von da hinten ran. Wird halt ein bisschen größer, die Platine. Ist aber auch ein bisschen übersichtlicher. Ist halt zweiseitig. Muss ich halt so mit leben. Ist halt so. Gut, aber habt ihr jetzt gesehen, ich habe es fertig. Ein paar Sachen noch geändert. Das wäre jetzt hier Teil 1. Layout erstellen. Platinengröße habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, wie groß die Platine ist. Sagen wir mal 71,38. Das wird sowieso nicht ganz genau werden. Mal 55,8. Tja, passt doch. Falls ihr euch fragt, wie groß die Platine dann ist.
Ja, aber das wär's dann hiermit. Also zum nächsten sehen wir uns dann, nächsten Teil sehen wir dann, denke ich mal, wie ich das Platinenmaterial vorbereite, das Layout da drauf kriege. Und in Teil 3, wie wir sie denn ätzen und bohren werden. Und Teil 4 dann halt Bestückung und so weiter. Ich denke mal, 4 Teile werden es werden. Gut. Teil 2, denke ich mal, wird aber erst nächstes Jahr rauskommen. So, und dafür, für den Level-Shift, da muss ich mal gucken. Vielleicht finde ich da auch noch mal was. Ich kann es nicht genau sagen. Mal gucken. Muss ich mal schauen. Gut, aber dann, das wäre jetzt hier Teil 1. Und dann bis zum zweiten Teil. Tschüssi.